Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy VII. Was machen wir jetzt? Was können wir tun? Hä? Gibt's ja nichts, was wir tun könnten? Können? Und sagt nicht, wir sollen warten, bis es Venita besser geht. Oh, ich habe Neuigkeiten. Ja, was? Dass du ein Spion bist? Ja, aber das habe ich euch schon erzählt. Ja, haha, und Kia, haha, haben was vor. Willst du lauschen? Also, wir stehen zwei Problemen gegenüber. Erstens den Meteor zerstören. Zweitens die Sperre um die Nordhöhle beseitigen und Sephiroth schlagen. Vorschläge bitte? Ja, haha. Das erste Problem haben wir schon gelöst. Der Meteor wird bald in Stücke zerschmettert. Der Plan wurde bereits in Gang gesetzt. Wir sammeln aus jeder Region große Materia. Nun. Große Materia ist denn eine Materie mit hoher Dichte, die durch ein spezielles Kompressionsverfahren in Makoreaktoren entsteht. Die daraus entzogene Energie hat die 300-fache Stärke von normaler Materie. Hahaha, was haltet ihr davon? Wir sammeln alle große Materie und schießen sie zum Meteor. Das verursacht eine riesige Explosion, dadurch zerfällt der Meteor buchstäblich in kleine Stücke. Den Meteorrahmen? Haben wir wirklich die Technologie dafür? Mach dir darüber keine Sorgen. Viel wichtiger ist, große Materie in allen Regionen zu sammeln. Wir haben schon Materie aus Nibelheim gesammelt. Bleiben noch Corell und Fort Condor. Ich habe bereits Truppen nach Corell entsandt. Njahahaha. Corell? Was können Sie Corell noch antun? Und die große Materia? Du meinst die große Materia, oder? Ich habe davon gehört. Wenn sich unsere kleine Materia der größeren nähert, sollte etwas passieren. Da bin ich mir sicher. Deshalb benutzen wir die Kraft der Materie in unserem Kampf. Wir können die große Materia nicht in die Hände von Shinra fallen lassen. Außerdem will ich Zveneta diese große Materia zeigen. Wenn er zurückkommt, ihr werdet geschockt sein. Nun, was sagst du, Exo? Obwohl du ihn immer runter machst, willst du doch, dass Zveneta zurückkommt. Ich sag nichts über nix. Du hältst einfach das Maul. Jede Gruppe muss einen Führer haben. Und das bin ich. Oder ich wär's jedenfalls gerne. Aber ich habe nicht das Zeug dazu, um ein Führer zu sein. Das ist mir erst vor kurzem klar geworden. Und das ist es was. Was ist los? Du wurdest zum neuen Führer gewählt. Kommt nicht in Frage, vergiss es. Warum haben wir die gleiche Stimme? Aber um kämpfen zu können, brauchen wir dich und die Hywind. Wir brauchen sie, um den Planeten zu retten. Und wer steuert das Schiff? Kein anderer als du. Deshalb bist du unser neuer Führer. Kein anderer kann es. Dieses Schiff soll den Planeten retten? Heftig. Oh Mann, das ging mir direkt ins Herz. Ich bin auch ein Mann. Okay, ich mach's. Alle zusammen, folgt mir. Also ist hier ist der erste Job. Die Operationsräume warten auf dich. Ja.
Und wir werden wieder ein Team zusammenstellen und wir brauchen nur einen neuen. Einen Ersatz für Tifa. Hey, Vegeta! Sobald alle bereit sind, gehen wir zum Corel-Reaktor. Los, Herr Führer! Du beeilst dich besser. Vegeta? Luffy? War doch Luffy, oder? Ach, egal. Rein in den Operationsraum. Wir nehmen... Ich nehme erstmal drei... Randoms. Na gut, zwei Randoms. Um denen die Ausrüstung noch zu geben, die ich gekauft habe. Was? Perfekt. Okay. Tun wir die jetzt mal wieder austauschen, schnell. Denn, wie gesagt, ich will jedem die Ausrüstung geben, die sie verdienen. Absorbiert Blitz. Aha. Wir hatten ja schon ein besseres Megafon. Jetzt stellen wir unser Team zusammen aus Alucard. Und wen nehmen wir mit? Wen nehmen wir noch mit? Ach komm, etwas Weibliches. Yuffie Kisaragi. Aber ich glaube, die hat weniger Slots, genau. Ist aber halb so schlimm. Obwohl, für mich ist das schon schlimm gerade. Halt, stopp! Das ist nicht was Besseres als das. Wie wär's mit Magierabwehr? Also Magierreif. Nehmen wir den Drachenarmband einfach und fertig. So. Welche können wir alle gebrauchen? Das können wir gebrauchen. Wiederbeleben natürlich. Damit. Alexander, Schokomorg, die Handlung, die Bitter. Feintechnik, Zerstörung, Verwandlung, Todesstoß und Morph. Ordnen wir das Ganze mal. Und sie ist bereit. Wollen wir mal, ne? Aber erstmal auf Speicher. Genau, speichern wir erstmal. Dann gucke ich mal eben. Wie man Schokobos züchtet. Kleinen Moment.
Okay, Leute, ich habe mal nachgeschaut, was zu tun ist. Wir müssen auf jeden Fall Running und Walking Schokobus fangen. Die Frage ist nur, wie viele brauchen wir dafür? Ich denke mal 2 Walkings und 2 Runnings. Am besten auch immer vom anderen Geschlecht, also 2, also ein männliches und ein weibliches Walking, Schokobo zum Beispiel und so weiter. Okay. Dazu müssen wir einfach erstmal, ja, das werden wahrscheinlich wieder 2 Parts, wo wir einfach nur Schokobos hinterherjagen. Aber es gehört zum Spiel und ist sogar eines der interessantesten Teile des Spiels. So, ich denke mal, wir sind schon gerade an den Fußsporen vorbeigelaufen, genau. Und zwar hier die. Okay, stellen wir uns mal dahin. So. Dann würde ich mal sagen, tue ich Vegeta mit einer Materie ausrüsten. Tun wir mal eine alle Materie kurz weg, oder? Nee, tue ich mich irgendwie ungern von trennen. Nehmen wir erstmal die. Komm.
ist ja nur für kurze Zeit. So, der muss auf jeden Fall vom Gegner des Typen Spencers umgeben seiner Schokobo, dann haben wir den richtigen. Ich versuch's erstmal ohne irgendwelche Hilfsmittel, weil vielleicht kriegen wir die Gegner auch so klein. Das ist nicht der Schokobo, den ich haben will. Nein. Was mache ich mit dir? Ich werde dich freilassen. So. Nicht diese Art von Gegner. Also die, es muss vom Typ Spencer sein, der Gegner. Also der Gegner muss Spencer heißen. Diese kleinen Dinger da, die müssen dem Schokobo begleiten. Nur so kann man sicher sein. Auch das ist, was ich will. Denn ich glaube, die anderen, das sind halt keine guten Schokobos. Zumindest lese ich das hier so. Also, ob es wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich halte mich mal an diese Beschreibung. Das könnte jetzt etwas dauern. Deswegen, wie beschleunigt man am besten solche Kämpfe noch? Naja, obwohl das Beschleunigen brauchen wir nicht. Geht auch so. Hoffe ich zumindest. Ach komm schon! Ah, ich habe natürlich keine Angriffe, die auf alle gehen. Aber okay. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln, bis wir das Schokobo haben. Bitte sei es. Wir wollen ja 4 fangen. Deswegen skippe ich das Ganze, bis ich die habe. Beschleunigen wir das Ganze mal. Ne, es geht mir langsam auf den Sack, sorry, aber wenn man beschleunigen kann, dann machen wir es mal. Oh, lästig. Ist halt doch scheiße, wenn die Materia sich kaum gelevelt hat. Ich darf mich auch nicht zu weit entfernen. So, schnell die Geschwindigkeit rausnehmen. Das sind fliegende Nein! Ach komm, hau ab! Das hasse ich an dem Spiel!
Das hasse ich wirklich an dem Spiel. Ich habe einmal X gedrückt und der setzt ihn gleich als Angriff. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich 4 von diesen Scheiß-Scheiß-Scheiß-Schokobos gefangen habe. Bis gleich.